Boom! What's up, my people? It's your boy, my Horde Flyers, yes, sir. Wir sind wieder back mit der Reaction. Wie hoch ist dein Bodycount? Wahrheit oder Pflicht von Mr. Swiss? Ich habe schon mal auf der reacted. Der macht geile Videos, Alter. Der macht so Straßenumfragen. Baba macht das, hat es, glaube ich, so ein bisschen angefangen, Hochdeutsch machen und so. Und yeah, wenn ihr vielleicht gehört, ihr Boy ist ein bisschen krank. Meine Stimme ist ein bisschen am Arsch, aber man, we're grinding anyway, so. Yeah. Ey, yo, was geht ab, Leute? Ich bin's, Mr. Swiss, hier back in the streets from Zurich. Hey. Wahrheit oder Pflicht? Hier haben wir Zettel versteckt und die Leute... Ja, voll, er macht jetzt auch hochdeutschen Content. Wer ist, macht noch? Der Auditorium macht jetzt auch hochdeutschen Content mit dem Moelo. Ja, so viele Schweizer switchen nachher auf Deutsche, weil dann läuft es halt dann mehr. Die Zettel, ja, wie das Ganze gekommen ist, schauen wir jetzt. Let's go! Boxhandschuh-Challenge. Boxhandschuh-Challenge. Oh, shit. You're fucked. Kannst du boxen? Nein. Anspannen, sonst sind deine Gedärme draußen, ja? Holy okay, shit. Okay, mach einfach so, wie du denkst. Ey, ne, boxst du sie jetzt, Alter? Wenn was passiert, ich habe nichts damit zu tun, okay? Ah, ja. Yeah. 2, 1, go! Oh! Bruh! Nah, that was ass. Oder was soll das? Ich bin Albaner. Du bist Albaner? Ja. Okay. Also ist das ein Statement oder wie ist das so ein Statussymbol heutzutage? Oder mein stolzen Albaner schon. Hey, was hast du gegessen? Sushi mit denen. Sushi? Mit Wasabi oder ohne? Ohne. Und mit? Boah, Wasabi-Nüsse. Heavy, sehr underrated. Aber Wasabi auf so Sushi und so, Bro, la liegen, Bro, so scharfe Scheiße. Nah, man, come on. Perini? Was ist das? Das ist eine Soße. Stupid! Was steht drauf? Was ist das? Reiser? Reiser? Was ist das? Oder Rasierschaum-Challenge. Xing Shang Shong auf 2. Der Gewinner darf der anderen Person Backpfeife mit Rasierschaum. Was? 3 Backpfeifen. Patsch, patsch, patsch. Wen pickst du, Bruder? Wow, weißt du, unchillig, Alter. Wenn du so in die Stadt gehst, nachher kommt er so. Dann verlierst du dann noch so Xing Shang Shang und kassierst so einen fetten Slap mit Rasierschaum. Damn! Der da! Bitte nicht übertrieben, ne? Nein, nein, du ich. Übertreiben, ich Bruder, ich übertreibe. Hast du mich jemals übertreiben sehen? Ja. Ah, what's ja. Happening, yo, guys? Nigga, is that nigga Mr. Still your hoe? Yo, dope in your hoe, nigga, so watch out, bruh. Wie finden Sie mein Mikrofon? Uch, wer ist jetzt das gewesen? Shit, der ist schlimm lit gewesen. What up? Mikrofon. Genau. Ja, es ist gut. Es ist gut? Ja. Ja. möchten Sie mal abbeißen vielleicht? Nein. Gibt's eine Sache, die du deiner Ex nie gesagt hast? Letzte Person. Wer war die letzte Person? Ich weiß gar nicht. Wow, too many. Okay. Vielleicht, dass ich sie gar nicht so geliebt habe wie... ich gesagt habe. Boxhandschuh-Challenge. Boxhandschuh-Challenge. Ja. Also im Prinzip läuft es so, mhm. Sie darf dich mit dem Boxhandschuh einmal kurz in den Kopf. Und ich schlag richtig zu! Wenn du sie jetzt knockst oder sie irgendwie zu Boden fällt, mhm. Wir haben nichts damit zu tun, okay? Okay. Okay, ist okay. Gut. Hast du eine Krankenkassenversicherung? Ja! Perfekt, super. Also. Ask me the question you want. Ich schwöre, wenn sie ausgenockt wird, ja, nichts damit zu tun. Crazy next you to me, nigga, bro. Nigga, I fuck bitches all day, you heard me, boy? But what crack did you smoke? Nigga, I smoke whatever you want. Nigga, if you want some, holla, boy. What's happening? Was würdest du deinem Ex sagen, wenn er oder sie hier stehen würde? Nigga, is you smashing or what? All of my bitches, they know what's up. If you don't know what's up, you ain't my bitch, you heard me? Kurzer Unterbruch. Nah, you alle. Nah, you alle. Der ist schlimm, ich weiß nicht. Ich glaube, irgendetwas getrunken oder so, okay. Ich muss mit dir reden. I look fucked up, I know. Es geht darum, dass ich etwa vor 3 Videos, das ist knapp 1,5 Monate her, auf Hochdeutsch gewechselt habe. Es ist mir auf jeden Fall auch bewusst gewesen, dass Kritik kommt, aber die Kritik hat mich auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht und dafür wollte ich einfach schnell kurz Danke sagen. Darum habe ich mit meinen engsten Leuten darüber geredet und bin zum Entschluss gekommen, dass der Mr. Swiss-Kanal wieder auf Schweizerdeutsch gemacht wird. Congratulations, you did it, guys, you did it. Ab sofort werden die Videos nur noch auf Schweizerdeutsch gemacht. Nice, das ist das letzte nice. Hochdeutsche. Oh, fuck with that. Ey, look, ich habe nichts gegen das Hochdeutsche. Wenn du deinen Bag holen willst, hol.
Ich weiß, in Deutschland läuft das Szene ein bisschen besser. Aber man, ich fühl's. Ich sag dir ehrlich. Er hat so angefangen und. Aber ich habe mir jetzt gedacht, ich will das Hochdeutsche nicht einfach so weglassen. Ich habe darum beschlossen, dass ich einfach einen Zweikanal aufmache, wo nur hochdeutscher Content kommt. Somit habe ich beide Kanäle separat. Dann kann jeder einzelne von euch entscheiden. Hat etwas für jeden. So ein Ehrenmann, Alter. Ich küsse deine Augen. Voilà. Ob er jetzt beide Kanäle anschauen will, oder so nur den Ehrenmann. Schweizer Kanal oder nur den deutschen. Whatever, you know. Der hochdeutsche Kanal heisst übrigens MrSwiss.de. Der ist auch unter dem Video verlinkt. So wie mein zweiter Schweizer Kanal, MrSwiss Light. Dort sind noch keine Videos drauf, aber werden dann in Zukunft kommen. Danke vielmals, dass du kurz Zeit genommen hast und das Video geht jetzt weiter. Let's go. Yee! Bro, that was cringe, no cap. Bruder, Bombe direkt, boom, okay? Xing, Shang, Shung. 1 zu 5. Xing, Shang, Shung. Abo! Bruder! Damn, Blick auf. Der Bruder hat eine fette Schale. Damn! Nein, Bro, look, Alter. Er hat einfach in der Stadt willen hängen und jetzt ist so voll mit Rasierschuhen, Mure und chillig, Alter. Das kann man gar wieder heimgehen. Es tut mir echt leid, Bruder, dass es dich getroffen hat. Scheiße, Bruder. Er hat's verdient, weißt du? Er hat's verdient. Ja, heute ist schlecht gespielt, weißt du, im Fußball. Wie finden Sie denn die heutige Jugend im Vergleich zu früher? Also, wenn ich heute die Jugend ansehe, dann sind sie viel freier als also freizügiger. Ja. Oh. Warum sollte man diesen Kanal abonnieren? Weil man dich kennt. Und? Wegen euch. Ja. Wir sind schwarz. Was machst du? Was hat das jetzt mit dem zu tun? What the fuck? Wieso hat sie das gesagt? Heute Abend noch? Wir gehen noch etwas laufen und dann gehen wir was trinken. Alkoholfrei? Ja. Auf Halal-Basis? Ja, sehr halal. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Was würdest du deinem Ex sagen, wenn er sie hier stehen würde? Du Hurensohn. Wow. Was hat er dir getan? Szene? Also gerade so Hurensohn. Das ist tough. Man weiß ja nicht, was passiert ist. So. Aber damn, like. Betrogen? Das ist crazy. 3, 2, 1. Nein. Go! Boom! Ey! Ich bin Deutscher. Ehrlich. Ja. Was haltest du von deutschen Leuten? Ja. Bro, der ist schlimm auf Sachen, die ich selbst noch gar nicht kenne. Also, erstmal das Bier. Selbstverständlich ist er betrunken. Dann sind wahrscheinlich noch andere Szenen. So Köln vielleicht. Was machst du heute Abend noch? Techno. Techno? Ich würde eher sagen, ruh dich ein bisschen aus, Bruder. Bisschen schön zu Hause, Siebe Tee machen, uns. Einfach ein bisschen also schlafen. Hip-Hop. Hip-Hop dazu und dann Creme. Hey, wow. Holy shit! Oh! Das war schon heavy gewesen, Mann. Ich grüße. Ein bisschen Mundgeruch. Was machen Sie heute Abend noch? Ich gehe ins Theater, nachher was essen. Allein oder mit jemandem verabredet? Nein, mit jemandem verabredet. Der Mann. Damn, Bro, der ist noch mit 80 Jahren Fitz klein. Okay. W-Riz. Wie es läuft, ne? Ja. So läuft der Hase. Ja. Er slidet jetzt mit dir. In welchem Alter hast du deine Jungfräulichkeit verloren? Ja, das ist eine einfache Frage. Okay. Ich bin noch Jungfrau. Stop the cap. Gang, nigga, what's happening? Wie viel ist dein Body Count? Ich bin noch Jungfrau. Stop the cap. Gang, nigga, what's happening? Wie viel ist dein Body Count? Nigga, real talk, tell him. 40 or something, nigga. How many? Nigga, me? Yeah. Nigga, I lost count when I was 16 or something, nigga, whatever, boy. Für alle, die heute um 20 Uhr nichts zu tun haben, ich bin live auf Twitch, komm vorbei. Und wenn nicht, fick dich ins Knie. Link ist in der Beschreibung. Sorry, guys. No problem. It's okay. Alhamdulillah. Shit, was ein Video, Alter. Baba Video, Baba Content, kann ich nur sagen. Ich bin hyped wieder für die schweizerdeutschen Videos. Auch wenn, also die Hochdeutschen sind auch voll easy gewesen. So. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
Ich hoffe, meine Stimme ist nicht zu fucked up gewesen. Yeah. Watch out on TikTok, Twitch, IG, @mejorfrancisco. It's your boy, and I'm out. Peace.